Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch wieder eine Woche bei meiner Ernährung mit, quasi wieder in einem Food Diary. Ich bin jetzt zu Hause seit einer Stunde ungefähr, es ist jetzt 17:15 Uhr, sehe ich gerade. Eigentlich wollte ich direkt, als ich nach Hause gekommen bin, Sport machen. Dann habe ich jetzt aber gerade noch mein Essen für die Arbeit vorbereitet für morgen und noch eine Story aufgenommen. Und jetzt habe ich Lust, was zu essen. Deswegen esse ich jetzt erst was und mache heute Abend Sport. Ja, ich habe jetzt was vorbereitet. Heute auf der Arbeit gab es übrigens eine Joghurt-Quark-Bowl, Apfel zum Snacken. Wir hatten leider kein Gemüse mehr da, deswegen bloß einen Apfel. Also Kaffee und Tee zwischendurch und einen Dominostein. Und mittags hatte ich dann noch restliche Maultaschen mit Gemüse und so Gemüsebällchen. Und am Nachmittag noch so einen Proteinriegel. Und ja, jetzt bin ich wie gesagt seit einer Weile zu Hause und jetzt habe ich mir was zum Abendessen vorbereitet. Es gibt hier eine kleine Snackplatte. Ich habe gerade im Rewe noch ein bisschen Gemüse geholt, deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Paprika und Tomaten, saure Gurken, eine Kiwi und ein sehr gut gekochtes Ei, also richtig perfekt. Ist so schön flüssig hier in der Mitte, geil. Und dazu gibt es ein paar von diesen Knäckebroten. Ich denke mal, zwei werde ich davon essen. Die schmecken auch sehr lecker, also mag ich in dem Style. Aber auch mit Kürbiskern und Reibekäse. Die schmecken beide gut. Ja, und das ist jetzt mein Abendessen. Ich freue mich drauf. Dazu gibt es noch einen Tee und Wasser. Ich habe mir jetzt ein paar Kartoffelgratins vorbereitet. Ich habe das ja letztens in einer großen Auflaufform gemacht. Wir haben aber hier solche kleinen Ofenschälchen. Und ich dachte mir, wenn Robin nächste Woche eh nicht da ist, das quasi nur für mich reichen muss, dann reichen auch zwei davon. Ich hatte nämlich schon Kartoffeln vorgekocht. Das heißt, es ging jetzt wirklich super schnell. Ich habe einfach die Kartoffeln in Scheiben geschnittelt, ein bisschen Zwiebeln mit Knoblauch angebraten. Dann kam da ein bisschen Kräuterfrischkäse und Sahne rein, Salz und Pfeffer. Und dann habe ich das einfach über die Kartoffeln gegeben. Und hier auch noch ein bisschen Kaisergemüse dazu geschmissen. Das hatte ich auch noch im Kühlschrank. Und jetzt kommt da einfach ein klein bisschen geriebener Käse obendrauf. Und dann kommt das in den Backofen. Mal schauen, für wie lange. Ich würde sagen so 10, 5, naja, wo eher 15. 15 bis 20 Minuten, weil eigentlich ist ja alles, was da drin ist, durchgebacken. Also es muss ja eigentlich bloß noch warm werden und aufgebacken. Also, wisst ihr, was ich meine? Die Kartoffeln sind ja schon gekocht. Von daher braucht es wirklich nicht lange. Und ja, dazu gibt es dann quasi noch veganes Schnitzel. Habe ich mich gekauft. Hier so veganes Cordon Bleu. Richtig nice. Und das gibt es dann gleich zusammen. Was mir gerade einfällt, was ich ganz vergessen habe zu filmen. Ich habe dann ja noch ein bisschen gesnackt. Wir hatten noch so Food-Neuheiten-Reste übrig. Unter anderem hier diese Vertos Original. Davon habe ich echt gut paar gegessen. Also ich glaube noch die halbe Packung oder so. Und noch zwei von diesen Softkeksen. Oder waren es sogar mehr? Ich weiß es gar nicht. Da hatten wir auch noch welche übrig. Auf jeden Fall habe ich das vergessen zu filmen, weil ich habe Video geschnitten und nebenbei gesnackt. Beziehungsweise Serie geschaut und ja, bin glaube ich sogar dabei eingepennt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, gab es noch ein paar Kleinigkeiten zum Naschen am Abend. Am Mittwoch gab es mir auf der Arbeit ein Brötchenfrühstück mit Kollegen. Da bringt immer jeder ein bisschen was mit und dann essen wir zusammen. Und ich hatte hier so ein Roggenbrötchen wahrscheinlich, keine Ahnung, mit so einem Tomate-Mozzarella-Frischkäse. Dann hatte ich noch Guacamole mitgebracht, Käse dazu gegessen und halt noch so ein bisschen Rohkost. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe dann noch ein paar Weintrauben gegessen, meinen Apfel, den ich mit hatte, Paprika, Tomaten. Ja, ich habe immer so ein bisschen Rohkost noch gesnackt vom Buffet. Und zum Mittagessen gab es dann meine Joghurt-Quark-Bowl. Die hatte ich mir mitgenommen eigentlich zum Frühstücken. Hatte ich den auf der Arbeit von Dienstag oder so. Und dann wollte ich die halt nicht schlecht werden lassen. Deswegen gab es das dann bei mir zum Mittag. Ich hatte auch nicht so viel Hunger, weil das Brötchenfrühstück recht sättigend war und wir auch recht spät gegessen haben erst. Ja, dann bin ich am Nachmittag meine Oma besuchen gegangen mit meinem Bruder noch. Die liegt ja noch in der Reha. Und deswegen ist es dann mit allem recht spät geworden. Wir haben dann bei meinen Eltern noch Abendbrot gegessen. Da gab es so einen rote Linsensalat mit körnigem Frischkäse, Tomaten, Gurken, Paprika, wie ich den halt immer mache. Der ist halt nur leider ein bisschen wässrig geworden. Ich habe nämlich auch die Linsen leider ein bisschen zerkocht. Die waren ein bisschen lange im Kochtopf. Deswegen, ja, ist es eher ein bisschen matschig geworden, aber nicht so schlimm. Hat trotzdem geschmeckt. Dann habe ich noch eine Scheibe Walnussbrot gegessen mit Frischkäse. Also es war ein bisschen mehr, als dort auf dem Bild ist. Als Nachtisch gab es noch ein bisschen Rohkost, was meine Eltern aufgeschnibbelt hatten. Da hatte ich noch Lust drauf und ein paar Weintrauben. Und am Donnerstag war ich dann bei meinen Eltern im Homeoffice und da gab es zum Frühstück Porridge. Sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, weil ich habe den Zimt vergessen. Deswegen habe ich den dann noch mit oben drauf gegeben. Banane, Rest Erdnussmus, was meine Eltern noch da hatten und noch ein paar Heidelbeeren. Das war wirklich Resteverwertung. Und zum Snacken hatte ich am Vormittag noch einen Kaffee mit Paprika und Apfel. War auf jeden Fall sehr lecker. Boah, wirklich geil. Es ist Mittag. Geilster Platz.
Ich mache jetzt Mittagspause in der herrlichen Sonne. Und das Geile ist, draußen liegt auch noch so Schnee und das sieht einfach so schön aus. Ich freue mich. Ah, es ist so schön warm. Ich werde jetzt hier Mittagessen. Ich habe mir so ein Cordon Bleu mitgenommen. Und ich hatte mir am Wochenende ja schon dieses Kartoffelgratin vorbereitet. Richtig nice. Sieht zwar aus wie eine Pampe, aber ich habe noch so Kaisergemüse dazu gekocht und das in eine Brotbüchse getan. Und damit hat sich das alles so ein bisschen miteinander vermengt. Aber es schmeckt unglaublich lecker. Ich lieb's. Und also ich hoffe, dass es schmeckt. So mit Käse überbacken. Ich glaube, das kann was schmecken. Und Cordon Bleu ist auch richtig nice. Das Vegane von der Rügenwalder Mühle. Ja, und das ist jetzt mein Mittagessen. Ich war dann am Nachmittag nochmal eine Runde draußen, weil das Wetter so schön war und ich wirklich den ganzen Tag ja nur am Schreibtisch sitze und es dann immer ganz schön ist, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Da habe ich ein bisschen mit der Nachbarskatze geschmust. Die war dann aber leider recht schnell weg, weil ein Auto kam und sie sich voll erschrocken hat leider. Egal, auf jeden Fall tat es richtig gut, mal ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich habe dann noch eine kleine Runde Sport gemacht und abends wollte ich eigentlich was kochen. Noch irgendwie Ofengemüse oder eine Gemüsepfanne oder so, aber mein Bruder war leider nicht mehr einkaufen, also der ist dann erst später vom Einkaufen wieder da gewesen, wo wir schon Abendbrot gegessen haben. Deswegen musste ich da ein bisschen improvisieren und habe einfach Brot gegessen mit ein bisschen Frischkäse. Und die andere Hälfte hatte ich dann getoastet mit ein bisschen Butter. Dazu gab es noch ein gekochtes Ei. Und dann habe ich noch ein bisschen Rest von dem Salat gegessen, der vom Tag davor noch übrig war. Und als Nachtisch gab es wieder eine Handvoll Weintrauben. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder aus dem Homeoffice. Ach ja, meine Haut ist wieder so richtig unrein. Also ich habe hier überall so kleine Pickelchen. Ignorieren wir, ich bin wirklich echt zu faul, mich im Homeoffice zu schminken, einfach nur um für die Kamera gut auszusehen. Richtig unnötig, deswegen here I am. Auf jeden Fall bin ich ja vorhin mit meiner Mama direkt mitgefahren. Die hat mich heute Spätschicht, das heißt, die hat mich direkt mitgenommen. Ich bin jetzt quasi von meinen Eltern wieder zu Hause. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Heute ist Freitag. Ich hatte heute zum Frühstück einfach nur eine Banane, ein paar Nüsse und einen Proteinpudding. Den habe mein Bruder nämlich gestern vom Einkaufen mitgebracht. Den wollte ich eigentlich schon gestern Abend essen, weil ich da so Lust drauf hatte. Und dann war es aber alles ein bisschen spät. Deswegen habe ich den dann heute früh spontan gegessen. Habe noch einen Kaffee getrunken. Und bin jetzt halt mittlerweile, wie gesagt, zu Hause. Es gab bei mir hier heute Vormittag zum Snacken schon ein bisschen Apfel und eine halbe Paprika. Da hatte ich noch Reste. Jetzt habe ich mir noch einen Tee gekocht, trinke den jetzt noch. Wie gesagt, es ist jetzt schon 11:30 Uhr. Ich denke, ich mache ungefähr so in einer halben bis dreiviertel Stunde Mittagspause, weil ich habe langsam echt Hunger. Es gab ja heute noch ein kleines Frühstück und ich freue mich schon auf mein Mittagessen. Es gibt das, was ich gestern schon hatte. Und zwar hier wieder ein Cordon Bleu mit Kaisergemüse. Hier diesen Kartoffelgratin, was ich gemacht habe, das sieht richtig gut aus. Mache ich jetzt alles auf den Teller und schiebe das dann gleich in die Mikrowelle. Und boah, es hat so gut geschmeckt, wirklich. Also Kartoffelgratin ist einfach nur nice. Ich warte jetzt noch ein paar Minuten, bis ich Hunger habe. Ja, hier habe ich schon dran geknabbert, als ich die angebraten habe. Da hatte ich Lust drauf. Genau, das wird quasi heute mein Mittagessen sein. Ich denke, ich schnippe mir dann auch noch ein bisschen Obst fertig, also eine Kiwi oder so. Und mache mir auch noch einen Kaffee. Weil da habe ich auch inzwischen richtig Lust drauf. Oh, sehr geil. Ja, das wird dann heute quasi mein Mittagessen sein. Delish. Und so sieht das Ganze jetzt ready aus. Oh, ich freue mich drauf. Es ist 12:30 Uhr. Und ich werde mir das jetzt schmecken lassen. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. So ihr Lieben, meine Kamera steckt gerade im Ladekabel, deswegen wollte ich euch mal kurz noch zeigen, was ich heute so gegessen habe. Ich habe jetzt gerade noch die ganze Wohnung gewischt und ein bisschen aufgeräumt und warte jetzt, bis Robin kommt, dann gehen wir wahrscheinlich auch gleich einkaufen. Bei mir gibt es jetzt hier so einen Knickjoghurt, den habe ich seit langem mal wieder geholt, den gab es mal wieder, da hatte ich irgendwie voll Bock drauf.
Und da mir das meistens nicht ausreicht und der auch von sich aus ziemlich süß ist, mache ich immer noch ein klein bisschen Magerquark rein, so 50 Gramm vielleicht, also zwei kleine Teelöffel, wirklich nicht viel, weil ja hier auch nicht so viel reinpasst. Aber einfach, um das noch ein bisschen zu strecken und ja, weil das hier, glaube ich, auch bloß 200 Gramm sind oder 180 oder so. Und ja, da haue ich immer gerne noch ein bisschen Quark mit rein. Und vorhin gab es zum Snacken hier zwei Stücken von der Rittersport. Die ist auch schon fast leer. Die schmeckt so unglaublich gut. Also probiert die gerne aus, wenn ihr die noch nicht getestet habt. Habe ich im Foodneuheiten-Video getestet. Und auch zwei von diesen Keksen hier. Genau, da hatten wir nämlich noch eine zweite Packung von da. Und die habe ich leer gemacht. Da waren noch zwei drin von den Dingern. Und genau, das war quasi vorhin mein Snack. Und jetzt gibt es, wie gesagt, den Knäckjoghurt. Und dann werde ich, denke ich, noch einen Apfel verspeisen. Bevor wir jetzt einkaufen gehen und ins Fitti, esse ich jetzt noch was Kleines, weil ich jetzt schon wieder richtig Hunger habe und noch ein bisschen Energie fürs Training brauche. Ist jetzt natürlich die semi-optionale Snack-Alternative, aber egal, ich habe da jetzt Lust drauf. Und zwar gibt es ein, ja, Knäckebrot mit einem Ei hatten wir noch da. Unser Kühlschrank lässt gerade echt zu wünschen übrig, deswegen esse ich jetzt noch ein paar Reste und schaue übrigens auch die neue Staffel Outer Banks. Ah, ich lieb's. Das snacke ich jetzt noch und dann machen wir auch gleich los. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Wir sind gestern 12:30 oder so schlafen gegangen, haben heute bis 9:30 ungefähr gepennt. Jetzt ist es schon wieder gleich um 11. Und ich habe mir jetzt was zum Frühstück vorbereitet. Es gibt Porridge mit Banane, Erdnussmus, Kakaonips und noch ein paar Heidelbeeren. Und dazu trinke ich eine heiße Liebe. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. Ich mache mich gerade fertig. Wir sind nämlich heute Abend zu Freunden eingeladen. Ich habe mich heute gar nicht groß gemeldet. Zum Frühstück gab es ja mein Porridge. Dann habe ich noch einen Apfel gesnackt und einen Kaffee getrunken. Dann sind wir los. Wir wollten nämlich heute bei meiner Schwester Schlittschuh laufen gehen. Das haben wir heute auch gemacht. Dementsprechend waren wir dann nochmal kurz einkaufen auf dem Rückweg und ich glaube 17 Uhr oder so erst wieder zu Hause. Auf dem Nachhauseweg vom Eislaufen habe ich noch einen Proteinriegel gegessen. So einem Snicker-Style aus dem DM. Dann haben wir uns noch schnell was zum Abendessen gemacht. Und zwar gab es Aufbackbrötchen, da habe ich anderthalb gegessen. Mit einer richtig geilen Guacamole und Ei und Käse und Frischkäse und veganem Schinkenspecker. Und dann gab es noch eine Kiwi als Nachtisch und noch ein paar saure Gurken und Paprika und Tomaten dazu. Und jetzt gerade auch noch einen Proteinshake getrunken und das war es eigentlich. Habe ich noch was vergessen? Ich habe noch zwei Stücken von der Rittersport gegessen, von der veganen. Und ja, jetzt mache ich wie gesagt los. Wie gesagt, wir fahren heute und treffen uns ja mit Freunden. Robin ist schon mit einem Kumpel unterwegs, die kommen dann dorthin und ich fahre jetzt eben, wie gesagt, alleine nach sozusagen oder vor oder wie auch immer. Genau, wir feiern Geburtstag rein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es heute auch ein bisschen länger geht und eigentlich hatte ich auch richtig Lust, danach noch ins Fitti zu gehen, weil ich gestern Abend nicht mehr gehen konnte, weil die Bahn bei uns gestreikt hat. Und leider bin ich da sozusagen nicht ins Fitti gekommen, weil das halt auf meiner Strecke lag. Ich finde das irgendwie ganz cute mit dem Zopf. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lassen soll oder nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal so und dann mal schauen, wenn ich da bin, wie ich es mache. Auf jeden Fall, genau, mache ich deswegen jetzt los. Ich wollte euch nochmal kurz noch auf dem Laufenden halten. Ich bin wirklich so voll gepackt. Genau, also ich habe ja, so viel zu mitnehmen, weil ich halt davon ausgehe oder hoffe, dass wir danach noch schnell ins Fitti gehen. Weil ich habe richtig Lust, Popo heute zu zerstören. Da hatte ich gestern schon Lust drauf, aber dann ging es halt leider nicht. Das hat mich mega gestört. Und ich habe jetzt einfach hier meine Jeans an und ein Basic-T-Shirt drüber, damit ich dann direkt in meine Sportsachen schlüpfen kann. Ja, genau. Und so mache ich jetzt los. Ich freue mich drauf und ich melde mich dann, denke ich, ja, morgen wieder bei euch. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich ja gestern gar nicht mehr groß gemeldet, beziehungsweise
Ja, wann waren wir zu Hause? Ich glaube, 13:30 ungefähr. Es ging gestern tatsächlich gar nicht ganz so lange. Wir haben zwar reingefeiert, aber wir waren alle irgendwie recht K.O. Und deswegen haben wir dann noch ein bisschen gequatscht und Spiele gespielt und waren, ja, wie gesagt, ich glaube so um 2:30, 3 ungefähr im Bett. Heute Morgen war ich so gegen 11 ungefähr wach. Es ist jetzt auch erst 11:30, also ich bin direkt aufgestanden, weil ich mich aus dem Bett geschlichen habe, damit Robin noch ein bisschen ausschlafen kann. Er war gestern echt tatsächlich richtig müde. Und ich habe schon so Hunger wirklich, weil gestern war ja mein letztes Essen, diese Brötchen. Und die gab es ja 18 Uhr oder so. Und dann haben wir bis um 2 waren wir ja wach. Und dementsprechend hatte ich dann abends echt schon wieder so ein bisschen Hunger und habe mich einfach noch aufs Frühstücken gefreut. Deswegen mache ich mir jetzt direkt was zum Essen, weil ich wirklich echt Hunger habe. Und ihr habt euch ja gewünscht, dass ich euch mal einen Sonntag lang mein Essen zeige, also ich quasi mal bei einem richtigen Sonntag mitnehme. Normalerweise mache ich ja eigentlich dann hier mal einen Cut und beende meine Foodiaries oder fange neues an oder wie auch immer. Auf jeden Fall filme ich meistens den Sonntag nicht, weil ich euch das nicht zeigen will, sondern einfach nur, weil ich halt mal einfach einen Tag in der Woche haben möchte, wo ich wirklich mal einfach komplett abschalte von dem Ganzen. Also ich sitze ja meistens auch sonntags da und schneide nochmal ein Video fertig oder so. Das werde ich heute wahrscheinlich nicht machen, weil ich nicht so viel hab, was ich hochladen kann. Also ich bin mit meinen Videos, die ich bis jetzt angefangen habe, noch nicht so richtig fertig. Das werde ich heute wahrscheinlich auch nicht schaffen. Deswegen denke ich, kommt heute einfach auch kein Video online. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach mal Sonntage oder Tage, wo ich halt in der Woche einfach mal abschalten will. Und das ist eigentlich meistens dann Sonntag. Ich esse Sonntag nicht anders als an anderen Tagen. Es gibt mal einen Tag, da stehen wir halt erst um 1 oder so auf, wenn wir samstags feiern waren. Dann essen wir halt Sonntag auch nicht viel. Es gibt aber auch mal Sonntage, wo wir zeitiger aufstehen und dann eben auch viel mehr snacken so, weil Sonntag halt wirklich einfach nur Netflix und Chill ist. Also jetzt nicht auf die Art und Weise, aber halt einfach Serie schauen und chillen. Und in dem Sinne dann halt auch einfach viel Trash essen oder halt ja wirklich auch einfach zu faul sind, irgendwie zu kochen oder ähnliches. Deswegen, genau, glaube ich, verpasst ihr heute auch nicht viel. Aber ihr habt es euch gewünscht, deswegen filme ich heute den Sonntag mal mit, so gut es geht. Eigentlich finde ich immer schade, dass wir am Wochenende kaum zum Kochen kommen, höchstens samstags. Aber gestern waren wir ja auch durch das Schlittschuhlaufen und durch den Besuch bei Freunden ja irgendwie nur unterwegs. Und ich hatte dann auch viel zu viel Hunger, um erst noch zu kochen. Und deswegen gab es halt gestern bloß Brötchen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil am Wochenende hat man ja eigentlich auch die Zeit, mal zusammen zu essen und was zu kochen. Aber meistens fehlt uns dann irgendwie auch die Lust und Motivation. Und deswegen gibt es halt meistens das warme Essen dann unter der Woche. Deswegen werde ich heute, denke ich, wieder vorkochen. Für nächste Woche so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, ansonsten wirklich Serie schauen und chillen. Da freue ich mich heute extrem drauf. Obwohl jetzt auch so ein bisschen die Sonne rauskommt. Also es könnte auch sein, dass es heute ein bisschen schöner wird vom Wetter. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt was zum Frühstücken vorbereitet. Und ich dachte mir, ich zeige euch gleich, was es gibt. Ich es dann wieder vergesse zu filmen. Und so sieht jetzt erstmal mein Frühstück aus. Also es gibt wirklich bloß einen kleinen Snack, weil ich dann lieber mit Robin nochmal richtig frühstücke. Oder Mittagessen oder was auch immer wir heute geplant haben. Genau, ich habe jetzt einfach nur Lust, was zu essen und richtig Hunger. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Stärkung. Und zwar habe ich mir hier diesen restlichen High-Protein-Milchreis aus dem Food-Erhalten-Video gemacht. Ihr habt es vielleicht auch gerade schon gesehen beim Umfüllen, dass der ja doch schon sehr glibberig von der Konsistenz her ist. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein paar Tiefkühl-Heidelbeeren aufgewärmt. Richtig nice. Heiße Beeren mit Milchreis oder Grießbrei, geile Kombi. Und dann habe ich noch ein bisschen Zimt oben drauf gegeben. Das werde ich jetzt frühstücken oder ja, snacken. Und dazu gibt es noch eine Tasse Tee und einen Kaffee. Und ja, ich freue mich drauf. So, ich habe jetzt ein Rezept fertig gefilmt. Tatsächlich konnte ich mich jetzt mal ein bisschen dazu motivieren. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust. Dementsprechend sieht die Küche jetzt auch aus. Da liegt was. Ich schaue übrigens das Too Hot to Handle Germany. Cringe. Dann da noch Backzeug. Und nebenbei mache ich hier Robin gerade schon den Ofenkäse. Und ja, muss auch noch ein bisschen aufräumen. Das werde ich jetzt schnell machen. Dann muss ich kurz meinen Bruder abholen fahren, weil ich das Auto ja hier unten habe. Und dann werde ich wahrscheinlich das Rezept probieren, was jetzt im Backofen ist, für ein anderes Video. Ich drehe nämlich wieder hier dieses Rezepte im Taste-Test mit Alternative-Video. Da habe ich gerade ein gesundes Rezept probiert. Das probiere ich dann noch. Und dann werden wir heute, denke ich, Serie schauen und noch ein bisschen was snacken. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich gerade noch eine Handvoll Nüsse gegessen und ein bisschen was von dem Teig genascht. Jetzt ist das Ding im Backofen und jetzt warte ich, bis es fertig ist. Und dann wird das wahrscheinlich mein Frühstück sein. Also mein richtiges Frühstück. Ja. Als ich ging, hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl.
abends trafen wir dann auf Barney. Hey, Barney! Hast du für mich eine gute Nachricht? Leider nicht. Ja, ihr Lieben, ich wollte mich am Ende des Videos nochmal melden. Also gestern war wirklich so ein typischer Sonntag. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, was ich an solchen Tagen so esse. Das war das Resultat, also wirklich komplette Realität. Sonntags ist wirklich einfach nur Gammeln angesagt und Trash essen. Und das ist manchmal wirklich extrem, manchmal weniger extrem. Also manchmal haben wir auch noch Reste da, die vom Kochen übrig geblieben sind. Und dann essen wir auch mal was Warmes oder wir bestellen uns was. Oder wir kochen halt noch spontan irgendwas. Es muss nicht unbedingt immer nur so ein Trash sein, wie es an dem Tag war. Aber an dem Tag hatte ich irgendwie auch keine Lust und gar keine Zeit so richtig. Ich war dann nachmittags noch unterwegs. Dann habe ich, ich glaube, um 3 oder so gefrühstückt. Und dann gab es halt nur noch Snacks. Weil wir halt wirklich den ganzen Tag Kaffee mit Yamada geschaut haben. Tja, so sind es halt die Sonntage. Manchmal snacke ich dann auch beim Vorkochen so ein bisschen von allem. Also es ist wirklich immer komplett spontan und auch einfach, weil ich weiß, ich muss an dem Tag nicht filmen und ich muss dann halt auch nicht jede Kleinigkeit zeigen, die ich esse. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen befreiend. Deswegen esse ich da halt wirklich so immer mal so nach Lust und Laune. Ich habe dann noch einen Proteinkreis an dem Abend gegessen und wie gesagt, wir haben noch ein paar Chips gesnackt. Ich habe noch ein paar Knickknacks gegessen. Robin hat so eine XXL-Packung geholt. Wir haben uns einfach gemütlich auf der Couch gemacht und ja, die Zeit zusammen genossen und den Sonntag ausklingen lassen. Also es war wirklich nichts Spannendes. Ich habe sicherlich auch nicht alles 100% gefilmt. Ich habe vielleicht eine Kleinigkeit vergessen. Saure Gurken zum Beispiel habe ich auch noch ein paar gegessen, die ich nicht gefilmt habe. Also es war wirklich spontan, sagen wir es mal so. Aber so grob sind das so die Sachen, die ich gegessen habe. Und ja, das wollte ich euch hiermit einfach nur nochmal zeigen, dass die Sonntage wirklich nicht spannend sind und ihr dabei auch nichts verpasst. Deswegen bleibt das auch bei mir aktuell so dabei, dass ich den Sonntag wirklich mal eine Filmpause mache. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas geplant, wo ich euch mitnehme in einem Vlog oder keine Ahnung. Ansonsten ist Sonntag wirklich einfach mal abschalten angesagt. Genau, das jetzt hier so an der Stelle von mir. Ich wollte aber auch an der Stelle gerne das Food Diary beenden, beziehungsweise es war ja eher wieder so ein Weekly-Vlog aus Essen und Alltag. Also ihr habt mir ganz oft geschrieben, dass ihr solche Kombis ganz nice findet und irgendwie ist es jetzt spontan auch sowas geworden. Deswegen hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und vielleicht auch ein bisschen motivieren, auch wenn das Essen jetzt nicht so spannend war. Aber ich versuche es einfach realistisch zu halten. Ich drehe morgen eine neue Food Challenge. Ich hoffe, dass ich die dann nächste Woche hochladen kann. Also seid da gern gespannt. Nämlich die Kindheitsessen wollten wir mal testen. Und ich habe auch eine neue Videoidee, die es so, glaube ich, noch hier auf YouTube gar nicht gibt. Da bin ich gespannt. Die wollen wir auch nächste Woche mal filmen, mal schauen. Ja, ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag. Ja, bleibt gesund und munter und immer positiv. Und seid gerne im nächsten Video mit am Start. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao.